Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars, Green Planet. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich setze hier gleich mal einen Tipp um. Vielen Dank dafür. Kleine Gärten. Natürlich sind diese kleinen grünen Pünktchen bebaubar. Natürlich nur von kleinen Einfeldverbesserungen. Das werden in diesem Fall jetzt kleine Gärten sein. Jetzt haben wir hier auch schon einen großen Garten gebaut in der letzten Folge. Einfach um noch mehr Komfort hier reinzukriegen. Und ich glaube oder hoffe, dass jetzt, wo wir hier wirklich auch einiges drin haben, hier ist noch ein See, hier ist noch eine Gasse, hier ist einmal Gassen, da ist noch ein Garten, dass wir dann wirklich genug hier drin haben, um die Leute einigermaßen zufriedenzustellen. Wir haben hier noch Platz für ein paar Kleinigkeiten. Das werden wahrscheinlich Servicegebäude werden. Mal gucken. Vielleicht ein zweites Einkaufs-, also Lebensmittelgeschäft. Aber im Moment ist es noch okay. Also, wenn wir merken, dass bei Nahrung oder Einkaufen hier was fehlt. Jetzt kommen gar keine Pop-Ups. Oh, was? Da war ein Kolonist Abtrünniger. Ich habe versehentlich einen angeklickt, da stand hier Abtrünniger. Ja, sonst gibt es hier immer Poppies, die sagen, wie es um die Kuppel bestellt ist, was fehlt oder so. Ah, hier. Servicegebäude sind nicht im Betrieb, einkaufen. Was? Das ist einkaufen. Sind beide in Betrieb. Also eindeutig eine falsche Anzeige. Servicegebäude Gaming fehlt, ist richtig. Haben wir auch noch gar nicht. Aber gut, ich denke mal, das ist auf dem richtigen Weg. So, hier dann die nächste Kuppel, die wir schon teilweise mit Servicegebäuden befüllt haben. So dass ich wirklich hoffe, dass jetzt hier genug ist. Hier in dieser Kuppel sieht es ja auch nicht so gut aus, sehe ich gerade. Da fehlt Entspannung, Trinken, Glücksspiel, Gaming, Luxus, naja. Also die fehlen nicht wirklich. Ne? Es ist dann halt nur so, dass die voll sind. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, na gut, okay, die Weltraumbahn ist gar nicht an. Die ist nämlich für Entspannung. Hier sind zu wenig Leute drin. Hier arbeitet aber ein Wissenschaftler. Das müsste eigentlich heißen, dass der über ist. Weil sonst würde er in einem dieser Gebäude arbeiten. Und ja, tatsächlich voll. So, diese Abfallanlage hat keine Ressourcen. Die kriegt höchstens noch ein bisschen hiervon. Wir verlagern gerade noch die Ressourcen aus dem großen Lager darüber. Und jetzt muss ich gucken, hier unten ist alles abgebaut, Gott sei Dank. Ja, und es wird immer grüner. Wir haben hier zwei große Flächen und vereinzelte kleine Pünktchen von grüner Fläche. Ja, Meteoritensturm ist in Gang. Und hier haben wir ein großes Denkmal gebaut. Es hat keinen Effekt, außer dass es einigermaßen hübsch aussieht. Also generell finde ich das mal gar nicht so unhübsch. Hier, wenn man hier so drüber schaut. Das kann man wirklich nicht sagen. Gut, kurz über die Ressourcen schauen. Strom ist im Moment genug da. Sauerstoff und Wasser ebenfalls. Wir haben inzwischen eine Temperatur von 5,62% erreicht. Warum nimmt man hier nicht einfach eine Celsius-Anzeige? Aber gut, wir haben Vegetation 0,38%. Sonst noch nicht. Ja, lasst uns hier oben schauen, ob die in Auftrag gegebenen Gebäude soweit in Ordnung sind. Nein, sind sie nicht. Wir müssen die Drohnen hier natürlich auch auspacken, damit unser Sucher hier anfängt. Obwohl, wie viele Drohnen hat er momentan eigentlich? 4. Das ist nicht viel, aber vielleicht reicht es ja, um hier dann zu starten, wenn der Tunnel fertig ist und die Ressourcen hier ankommen, die ersten. Im Moment sind noch gar keine hier angekommen. Was mich ein bisschen wundert. Aber ich möchte sowieso noch einen weiteren Shuttle-Hub bauen. Jetzt gucke ich aber erst mal, ob wir hier auch schon 6 Shuttles gebaut haben. Ja, und die globale Last ist hoch. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, ein weiteres zu bauen. Wir haben allerdings die Kosten im Sinn. Und das ist natürlich nicht wenig, was wir da ausgeben. Trotzdem machen wir das und ich baue einfach einen hier oben hin. Naja, es ist nicht wirklich nötig, ihn hier oben zu bauen. Lieber unten. Wir haben einen hier, die müssen nicht verteilt sein. Die können alle auf einer Stelle stehen, weil die sowieso durch die Gegend fliegen, wie es halt nur geht. Ich baue ihn einfach hier oben neben diesen Drohnen-Hub, den ich ja so ein bisschen zentral reingebaut habe, obwohl er nicht wirklich nötig gewesen wäre. Einfach um hier noch einen Bereich zu haben, der abgedeckt wird
von einem weiteren Drohnen habe. Insbesondere hier die Lage und die Verteilung dann vielleicht so ein bisschen. Mal schauen, ob das überhaupt was bringt. Ja, das hier können wir eigentlich entfernen. Dann hätten die Drohnen ja auch schon was zu tun. So. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Das sollte noch ein bisschen mehr sein. Machen wir doch das kleine Stückchen direkt mit. Und da fallen an 97,7. Naja, da oben sind Lagerflächen dafür. Und da das eine Fläche ist, können die sowohl von diesem Drohnenhub als auch von diesem bearbeitet werden. Und diese Drohnen bringen ihre Abfälle halt direkt da rein, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Okay. Hier oben ist noch ein Ort, den ich für eine Besiedlung für sinnvoll halte, denn wir haben dort sowohl ein sehr großes Betonvorkommen, wir haben tiefliegende Metalle und wir haben zweimal unterirdische Metalle. Und ich sehe gerade, dass eins davon sogar tiefliegend ist. Das heißt, eine extrem hohe Ausbeute. Hier wäre also eine Kuppel durchaus angesagt. Vielleicht, wenn wir hier so ein bisschen Platz machen, bauen wir hier einfach die erste Megakuppel in diesem Bereich. Dann müssen wir natürlich das auch noch alles wegmachen hier. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Vielleicht, wenn das Wasser hier leer ist. 4000 haben wir da schon fast rausgezogen. Ist wirklich sehr krass. Ne, nicht nur fast, sondern schon mehr als 4000. Nicht schlecht. Ja, also das wäre ein Platz für eine Megakuppel hier, finde ich. Hier oben dürften wir alle unsere Wasserprobleme lösen können. Zumindest für eine lange Zeit. Im Moment haben wir aber ja hier noch die Vorkommen in Aussicht. Und das sind beides tiefliegende Vorkommen mit jeweils 100.000 Litern. Das soll also eine Weile reichen. Und jetzt können wir hier vielleicht sogar ein bisschen mal schauen mit den Wasserextraktoren, wie wir die setzen können. Also die passen hier noch hin. Wir müssen diesen Graben hier nicht ausheben. Und dann kriegen wir die drei da schon irgendwie rum. Wobei hier... Ne, da geht's auch. Ist wunderbar. So, und hier haben wir auch rundherum keine Bauplatzprobleme. Fehlt natürlich der Drohnenkommandant, aber der kommt ja noch. Okay, jetzt kommen auch die ersten Shuttles an mit den Ressourcen. Das heißt, hier wird bald gebaut. Langsam, aber sicher. Welches Gebäude funktioniert da nicht? Der Diner. Ja, okay. Wir haben zu wenig Leute und wir kriegen ja auch keine mehr. Denn im Moment ist das Einzige, was wir kriegen, Nachschub via Geburten. Und wir haben einen Kindergarten hier gebaut, irgendwo. So, kurz schauen, ob ich den wieder finde. Also das hier ist ein Spielplatz. Ich dachte, ich hätte irgendwo einen Kindergarten gebaut. Offensichtlich habe ich das nicht. Ich wollte vielleicht und habe abgebrochen. So, nochmal ganz genau schauen. Also hier ist keiner. Hier, das ist die Akademie, die Uni. Casino, nee, kein Kindergarten dabei. Ja, dann, Moment. Ah nee, das ist ein Kunstladen, okay. Ja, dann ist relativ klar, was ich noch bauen muss, nämlich einen Kindergarten. Kuppel Services, nee, das ist tatsächlich Bildung und Forschung. Kindertagesstätte, Wohnraum für Kinder. So, kommt hier oben rein. Ich dachte echt, ich hätte einen. Gibt es eine Gebäudeübersicht? Gibt es. So, das sind unsere Wohngebäude. Da ist kein Kindergarten dabei, wenn ein Kindergarten denn dazu gehört. Aber ich gehe davon aus. Okay, dann wird es ja wirklich Zeit. Also, Kindergarten kommt in diese Kuppel. So, da ist jemand, der keinen Job hat. Ja, kann ich jetzt nicht auswählen.
gerade auch nicht ganz so wichtig. Okay, also Kindertagesstätte kommt und dann gibt es noch etwas für Kinder, nämlich die Schule. So, das ist ein großes Gebäude. Und den würde ich tatsächlich hier reinsetzen. Den Bau. Um gleich mal zu beantworten, warum ich denn jetzt den sage. Das passt ja gar nicht. Gut, wie weit ist man hier? 92%. Das ist ja wirklich ratzfatz erledigt. Gehen wir mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen hoch. So, schon fertig. Sehr cool. So, jetzt können wir hier auch noch was bauen. Mal schauen. Und jetzt möchte ich gerne mal eben... Ich sehe gerade, dass das Metallvorkommen weg ist. Oh. Es ist leer. Jetzt produziert die noch weiter, die Fabrik. Natürlich geringer. Steht auch verfügbare Vorkommen erschöpft. Aber wir haben diese Technologie so, dass das Gebäude noch ein bisschen weiter produziert. 3 pro Sol ist jetzt lächerlich wenig, wenn wir 13 brauchen. Und 2,4 für Wartung. So, die funktionieren jetzt ganz klar nicht, weil hier keine Verbindung ist. Da wird es noch ein bisschen Beton benötigen. Ja, aber wenn das jetzt weg ist, dann müssen wir also auch ein neues Metallextraktionsgebäude bauen. Jetzt könnte man das natürlich hier machen, es ist tiefliegend. Problem ist nur, hier arbeitet keiner drin. Und hier will auch keiner drin arbeiten, weil hier sind keine Servicegebäude angeschlossen, die sind alle da oben. Das heißt, maximal hier könnte man die Arbeiter reinstecken. Sonst müsste man noch weitere Servicegebäude machen. Hier ist natürlich auch zu weit weg. Das war auch tiefliegend, ne? Nein, das war nicht tief. Doch, ist tiefliegend. Wo haben wir denn noch Vorkommen? Wir brauchen hier nicht so viele Lagerflächen. Ich sag mal, 2 reichen. Das, was auf diesen Flächen liegt, kann dahin gebracht werden. Da haben wir noch Metall. Ja, und hier oben halt, wo ich die Megakuppel bauen möchte. Aber die können wir noch nicht. Die Megakuppel ist... Doch, die können wir sogar schon. Nur haben wir keine Polymere momentan. Also die würde sich hier wirklich sehr gut machen. Ich würde es so bauen, dass wir das Wasser überdecken. So in etwa. Sektor scanned. Aber 100 Polymer haben wir locker nicht. Jetzt haben wir ja eine neue Polymerfabrik noch nicht gebaut. Ich würde sagen, das machen wir mal. Mir fehlt so eine Pipette, ne? Wenn ich dieses Gebäude habe, das hier irgendwo steht. Ach doch, da haben wir sogar. Ne, Moment, das ist Skin wechseln, umbenennen. Lexikon. Ich kann sie nicht einfach kopieren hier. Das heißt, ich muss immer ins Baumenü. Tja, sind da genug Leute noch? Eher nicht. Bauen wir sie hier hin. Ja, hier unten ist ja gerade Platz geworden. So rum würde ich es bauen. Das reiße ich jetzt ab. Die Leute werden für andere Jobs frei. Krankheit. Oh, was haben wir da? In einer anderen Kolonie hat sich eine ansteckende Krankheit ausgebreitet. Ein gestohlener Rover der infizierten Kolonie von Blue Sun Corporation ist hier angekommen. Na toll. Ein Kolonist und ein Kind in Schutzanzügen stehen händchenhaltend vor der Luftschleuse einer deiner Kuppeln. Sie sehen verängstigt aus. Eieiei. In unserer Kolonie herrscht das reine Chaos, sagen sie. Bitte lasst uns rein oder schickt Hilfe. Boah, die Antworten sind alle schlecht. Oh... Oh, oh. Prozent der Mediziner verlieren geht auf gar keinen Fall. Weil die sind weg.
Die Schleusen versiegeln geht auf gar keinen Fall. Das geht aus moralischen Gründen schon gar nicht. 10% aller Kolonisten werden chronisch krank. Aber wir halten 20 Kolonisten. Boah, 10% aller Kolonisten. Wir haben 250 Kolonisten, also 25 werden chronisch krank. Ha. 27. Wenn wir die 20 hier mit reinrechnen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ob es jetzt 25 oder 27 sind, ist ja egal. 10%, das ist schon heftig. Ich weiß auch nicht genau, was chronisch krank bedeutet. Also ich weiß es, was es in unserer, was es hier bedeutet, ja. Aber ich weiß nicht, was es für die Spielmechanik bedeutet. Tja, müssen die dann dauernd behandelt werden oder so? Ich weiß es nicht, wir machen's. So, das Ding ist gleich weg. Drohnenfabrik wollte ich auch noch bauen. Da kriegen wir halt auch noch Leute unter. So, hier wird gut gearbeitet. Wie sieht es mit der neuen aus, die wir hier gebaut haben? Das sieht auch sehr gut aus. Die Upgrades sind drin. Das heißt, es müsste eigentlich, wenn wir nicht so viel ausgeben, stetig nach oben gehen. Jetzt bauen wir natürlich gerade wieder ein bisschen. Ist klar, dass das dann erstmal kostet alles. Ich will eigentlich direkt noch eine bauen. Wir haben jetzt halt viele freie Leute. Ich baue noch eine. So, und so, zum Anschluss, das machen wir. Das mache ich von da, das bietet sich hier gut an. Und die Rohre. Die ziehen wir hier lang. Wir werden mit Sicherheit noch mehr hinkommen. Nee, das gefällt mir wieder nicht. Ah, jetzt habe ich irgendwas gelöst hier. Irgendeine Kuppel ist weg. Nee, einer der Rover ist weg. Der Transporter fehlt. Den müssen wir uns wieder suchen. Jetzt räume ich aber erstmal hier auf. Ich hatte versehentlich Rechtsklick auf die Leiste gemacht direkt. Das ist nicht so schön. Sektor scanned. Meteor incoming. Ach, ich klicke immer da drauf. Dummerweise. Oh, der letzte Krieg. Versorgungslinie wiederhergestellt. Oh mein Gott. We have received some good news for a change. Okay, na toll. Also Raketen sind wieder verfügbar, Ressourcen nicht. Das heißt, wir könnten Leute holen. Ja, wir haben zur Abwechslung gute Nachrichten erhalten. Trotz des Chaos auf der Erde hat uns unser Sponsor nicht vergessen. Sie meinten, dass schlechte PR gerade ihre geringste Sorge sei und wir wieder Versorgungsraketen von ihnen anfördern können. Allerdings herrscht auf der Erde bei allen Ressourcen ein Versorgungsengpass, weshalb sie für uns weiterhin nicht verfügbar sind. Also, wir gucken uns das mal kurz genauer an. Da wird gerade wieder, also die Frachtrakete, ne, das ist halt sehr, sehr rudimentär. Fertigbauten können wir natürlich holen, aber das brauchen wir nicht. Ja, Passagiere gehen wieder und es sind tatsächlich auch ein paar Bewerber im Pool. Im Moment würde ich aber sagen, ist unser Bedarf relativ gedeckt. Jetzt haben wir sogar nur zwei Arbeitslose. Jetzt ist irgendwo ein Meteor reingegangen. Ah, ausgerechnet hier. Das ist natürlich gar nicht schön. Der ist komplett zerstört. Ach, du Scheibenkleister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ganz schlecht. Oh, Leute, die Stromversorgung. Okay, wir haben natürlich auch weniger Abnehmer jetzt. Aber, ah nee, da sind... Oh, Wasser fehlt dann auch. Scheibenkleister.
Ich hoffe, dass... Oh, wei, wei, wei. Also, das haben wir aber alles da. 30 Maschinenteile sind natürlich heftig jetzt. Auf einen Schlag. Tja, hier schlagen sie gerade ein. Da könnte noch mehr zu Bruch gehen, ganz klar. Aber das Ding hier ist jetzt heftig. Jetzt müssen wir eben schauen. Wir kommen nicht mal runter wieder. Wir kommen gar nicht runter zum Reparieren. Aber wir können... Ja, wir haben hier keine Ressourcen, um da bauen zu können. Ja doch, vielleicht können die Ressourcen hier, das Beton oder so, von da noch dahin genommen werden. Strom geht hier noch, weil wir haben hier natürlich eine eigene Stromversorgung, sodass die Hubs arbeiten. Und wenn hier jetzt Ressourcen hingebracht werden, dann kann auch von dieser Seite entsprechend angeliefert werden an den Hub. An den Tunnel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Lebenserhaltung. Das ist die sicher, da leben Gott sei Dank auch keine drin. Aber das ist jetzt halt einfach aufgrund des Strommangels. Wasser. Wir müssten eigentlich locker genug Wasser in den Tanks haben, um eine Weile überbrücken zu können. Also hier sind 244 drin, aber der Tank ist auch noch relativ frisch. Hier in dem sind nochmal 788. Oh, der geht direkt auf die Kuppel. Uiuiuiuiuiui. Okay, die Kuppel hat einen Leck, definitiv. Die wird jetzt aber repariert, das kostet Gott sei Dank nur 5 Polymer. Na, ich gehe davon aus, dass das ganz schnell gefixt wird. Der Tunnel wird schon wieder gebaut. Jawohl! Tunnel ist fertig. Gott sei Dank. So, was ist jetzt hier? 5 Polymer haben wir doch locker irgendwo liegen. Ist repariert. Alles klar. So, da schlägt es wieder ein. Oh Mann, Mann. Das mit dem Tunnel, das war jetzt... Boah, jetzt geht's hier oben los. Das war schon ein Schockmoment. Wir brauchen also dringend die Laser. Da kommt noch ein Meteor. Genau hier. Oh, die Batterien. Oh, die ist hinüber. Nee, die ist gar nicht hinüber. Die muss nur repariert werden. Das Ding ist hinüber und... Das Ding ist leider auch hinüber. Scheibenkleister. Meteor incoming. Da könnte noch mal was passieren. Der ist kaputt gegangen. Anomaly found. Leider ist eine Drohne verloren gegangen. Die können wir ausschlachten. Meteor incoming. Nee, ne? Nee, ne? Nochmal! Jetzt könnte es aber das ganze Netz hier treffen, also die ganze... Ach Mann, ey. Eins davon ist komplett zerstört. Nee, es ist wieder nicht komplett zerstört. Da haben wir also echt Glück. Aber natürlich ist das Müll so, ne? Oh, schaut mal. Aber die Asteroiden haben Anomalien freigelegt. Und die haben wir jetzt hier. Die werden jetzt beide gescannt. Jetzt muss ich auch mal kurz in den Forschungsschirm. Ja, wir haben noch genug drin. Also alles gut. Jetzt möchte ich aber mal den Transporter wiederfinden. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Den müsste ich doch eigentlich über das Kontrollzentrum finden können. Transport. Ferngesteuerte Rover. Da ist der Transporter. Ja, dass ich mir den mal eben wieder auf die Leiste ziehe. Zack. So, da ist er wieder dabei. Gut.
Wir können ja wieder Raketen schicken. Wir haben so wenig Geld. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die einfach mal vollpacke. Und einmal beide wegschicke. So, die Leitung ist repariert. Das Ding ist auch repariert, aber es kostet so viel. Aber der Meteoritensturm ist vorbei. Gut. So, die Schule ist übrigens gebaut. Die Kindertagesstätte ist gebaut. Die beiden Polymerfabriken sind gebaut und wir haben einen Arbeitslosen. Ich könnte jetzt öffnen. Dann besteht aber die Gefahr, dass die Leute hier arbeiten wollen, hier reingehen und dann woanders wieder welche fehlen. Deswegen lasse ich so 2,3, 5,2. Hier könnten wir noch die Upgrades machen. Die Kosten, also die Polymer kosten, die mache ich jetzt, weil für Polymer haben wir gerade gesorgt. Und das plus 20 Verbrauch natürlich. Das müsste aber gehen. Und das hier kostet halt elektronische Teile und da möchte ich momentan mal ein bisschen sparen. Ich möchte sogar hier einmal erhöhen. Nur für diese Schicht, die gerade aktiviert ist. Und für die nächste einmal. Das ist halt starke Auslastung. Das ist nicht für die Leute so toll. Aber wir machen das nicht lange. Und da haben wir einmal 1000 für die Anomalie bekommen. Die zweite Anomalie wird, glaube ich, gerade gescannt. Ne, ist auch schon erledigt. Okay, jetzt ist hier wieder jede Menge... Nein, es ist gar kein Metall. Schade, ich dachte, das wäre Metall. Hätte ja sein können. So, hier ist auch fertig inzwischen. Das heißt, wir können das Wasser anzapfen. Und da das ja tiefliegende Vorkommen sind und wir ja tiefliegende Wasserminen inzwischen bauen können, können wir jetzt hier Wasser, also das sind die gleichen Minen, können wir jetzt hier Wasserextraktoren anschließen. Eins. Sektor scanned. Zwei. Drei. Mache ich auch direkt. Strom gibt es von hier oben. So, das Upgrade kostet nur Polymer, also her damit. So, die Rohre fehlen noch. Moment, das kann nicht sein. Es sei denn, wir haben den Tunnel da oben nicht angeschlossen, natürlich. Gut, jetzt aber. Und jetzt generieren wir richtig viel Wasser. Jetzt können wir diese Tanks mal voll machen. Das wäre schon nicht schlecht. Dann ist für Engpässe wirklich mal auf langfristige Sicht vorgesorgt. So, und dann soll es das für diese Folge mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.